Was ich mit denen Sachen vorhabe, das zeige ich dir jetzt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine kleine Dekoration und zwar mit der wilden Möhre. Die findest du im Moment überall. Die sind jetzt verblüht und haben sich geschlossen. Und in diesem Zustand kann man sich sehr schön dekorieren. Vielen Dank, liebe Carla, und liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Sie hat mich inspiriert und damit möchte ich was machen. Und hier habe ich noch von einem Restposten, habe ich hier noch Wolle und ein Metallreifen oder du kannst natürlich auch so ein Holzreifen nehmen und damit möchte ich was machen. Ich habe noch keinen wirklichen Plan. Ich versuche einfach mal und wir starten. Ich habe mich für dieses Senfgel und das ist so ein dunkleres Senfgel, habe ich mich entschieden und vermutlich wird es das hellere sein. Ich finde es noch sehr schön zum Grün. Passt auch, wir sind ja bald schon wieder im Spätsommer. Passt das schön dazu. Und die werde ich hier an diesem Reifen anbringen. Und wie gesagt, möchte ich das noch mit einarbeiten. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich meine Blüten immer mit der Drahtzange abschneide, weil ich zu faul bin, nach unten zu gehen. Aber es funktioniert tadellos. Okay, die werde ich jetzt kürzen und mit Draht befestigen. Ich werde klein anfangen und nach unten werde ich etwas größer werden. Das ist mal meine Idee. Und dann schaue ich, wie es ausschaut. Ich habe hier jetzt mal so drei solche Fäden dran gemacht von der Wolle, aber mir gefällt das nicht so gut. Zum Glück habe ich noch Seegras, das habe ich gesammelt, glaube letztes oder vorletztes Jahr. Da habe ich Gräser an einem Teich geschnitten. Und jetzt schaue ich mal, ob ich damit was machen kann. Wir werden sehen. Und jetzt überlege ich mir, was ich machen möchte. Du kannst natürlich komplett den ganzen Kranz machen, also den ganzen Ring dekorieren mit dieser wilden Möhre. Ich wollte jetzt einfach mal nur die Hälfte. Und jetzt schaue ich, was ich mit der anderen Hälfte mache.
Das soll eine kleine Inspiration sein, was du aus Wildblumen machen kannst. Ich habe das auch nicht gekannt, ich habe jetzt das erste Mal versucht. Sie lagen aber bei mir schon 2-3 Tage rum und daher haben sie sich noch mehr ein bisschen geschlossen und sind zum Teil schon ein bisschen eingetrocknet. Aber wenn man das ganz frisch macht, sieht das sicher wahnsinnig schön aus, oder wenn man mehr Blumen davon nimmt. Ich habe jetzt wirklich nur eine Handvoll Blumen dafür verwendet, daher ist es ein schmaler Kranz geworden. Und wie gesagt, ich habe hier noch Gräser mit eingearbeitet, einfach weil ich keine andere Idee hatte. Aber ja, ich finde es okay. Unten an der Türe sieht es schön aus jetzt, gerade noch im Sommer. Aber ja, ist jetzt nicht mein bestes Stück. Aber okay, okay. Wie immer soll es nur eine kleine Inspiration für dich sein. Vielleicht hast du eine andere Idee und machst es ein bisschen schöner, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das, und ich habe im Übrigen, meine Tischplatten sind bereits schon wieder neu übermalt. Wie es jetzt aktuell ausschaut, das zeige ich dir kurz, aber vermutlich werden sie nochmals übermalt. Aber ich zeige dir mal den Zwischenstand, wie das Bild jetzt ausschaut. So sieht jetzt mein Bild aus. Es sind jetzt 3 wilde Blumen daraus entstanden. Ich habe mich hier richtig ausgetobt, sehr viel mit dem Föhn gearbeitet, und so sieht es jetzt im Moment aus, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir gefällt. Von nahem finde ich es eigentlich noch sehr schön, eben es ist sehr wild, aber mal schauen. Das zu diesem Bild, und so würde ich sagen, das war's. Das nächste Mal geht es vermutlich wieder mit Pulp weiter. Was ich mache, weiß ich noch nicht genau. Schreib mir doch gern unten in die Kommentare rein, was du gern sehen möchtest. Dann werde ich das aufgreifen. Ansonsten genieß den Sommer und bleib kreativ. Umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Schön warst du dabei. Tschüss zusammen.